Dann zeige ich dir, dann kannst du nämlich die eine Mission sehen. Okay, ja, das heißt Nachtbruch, klingt ja schon recht sensibel aus, ja, Nachtbruch. Oh. Oh, 25. Freitag oder Mittwoch ist es nochmal? Freitag. Ja, genau, Freitag, oder? Donnerstag ist der Ah, 24. Donnerstag hast du einen Termin. Ich auch. genau. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt Mittwoch sein soll. Ich habe gesagt, ich war es gerade 24. Aber Aber bei mir ich weiß nicht, hast du Atlas mal angeguckt bei mir? bitte, was nochmal? Atlas hast du bei mir auch angeguckt, oder? Wo der Typ da, wo die Leiche auf Ja. einmal, Alter, hast du ja gesehen, wie die Hand auf einmal. Alter, da hat man sich aber schon. Ich schreck mich ja selten, ne? Aber da habe ich Wurde mich dann wirklich erschrocken, wo ist auf aufgemacht, einmal, oder? wo ist denn die Leiche auf einmal, die ist so weit weg? Ach so, Da hast du okay, richtig nee, ah, gesehen, wie ich mich okay, erschrocken cool. habe. Okay, echt, wo habe ich jetzt nicht so mitgekriegt? Ja, da siehst du richtig, wenn du es anguckst, das Video, da siehst du richtig, wie meine Hand sich Okay. da so übelst wegzieht. Okay, ja, habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Ah, jetzt geht meine Basis auf. Ja, weil du hast nur halt nur gesagt, ja, wo ist denn die Leiche und sowas. Ja, genau, du kommst mir erinnern, Ja, ja. genau, Ja, das und ist, ah, davor habe ich meine genau. Hand so weggezogen, weil ich mich so erschrocken habe, weil die Leiche auf einmal da war. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil du siehst ja auf einmal so rennende Leute da die ganze Zeit nur. Denkst, Ja, okay, was geht genau. denn jetzt ab? Und dann auf einmal machst du die Tür auf einmal. Okay. Du hast richtig gesehen, wie die Maus auf Ja, einmal am halt. Wegreißen war. Das habe ich nicht so mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wird auf Resident Evil 2 wirklich nur cool werden. Weil viele Leute, so wirklich die Mehrheit, verdammt viele, die ganzen YouTuber, Markiplier, wie die heißen, die wirklich die ganzen Millionen Zuschauer haben oder Abonnenten, die werden das ganze streamen, Resident Evil 2, weil es einfach nur Hammer mega geil ist. Ich habe auch schon einen Stream fertig dafür. Ja, Aber aber meinst du wirklich, ich will Resident sowas Evil gar nicht 2? öffentlich bringen, Ja. so ein Fertige, weil sowas ist halt langweilig. Ja. Aber ich finde einfach, also das Resident Evil 2, das ist wirklich viele Menschen begeistert. Wirklich viele. Ja, wundert mich eigentlich. Das ist. Ja. Ist eigentlich ein Wunder. Ja, Resident Evil 7 haben sie schon mega Jackpot gemacht. Jetzt bei Resident Evil 2 machen sie wieder an. Ich glaube, die machen beim 3 auch nochmal so Remake. Vielleicht, in der Zukunft. Wenn sie machen, das hundertprozentig. Ja, weil das, was ich jetzt schon so sehe, dass es das so aufgehypt worden ist, das ist so ein kurzer Strom, dass die Bandai jetzt das auch Ja, schon immer das macht, so ein Remake. Schlimme oder das Schöne da drin ist ja, dieser Hype ist echt mal gut. Okay. Weil die meisten Hype sind immer so, ja, Hype ist Hype, ne? Ja, ich war's, ja, und danach ist sie nur scheiße. Ich kann mich erinnern. Ja, und jetzt ist mal, also alleine die Demo ist ja schon so beliebt geworden, gewesen bei den Ja, ich Menschen. war's, ja. Und ich meine, das reicht schon was, ne? Ein, Das eine ist schon, Demo, wenn eine die Demo Demo schon wird so. beliebt. Ja. 30 Minuten nur, ja, und die Leute haben sich aufgeregt, warum das nur 30 Minuten ist. Du hast teilweise bei gewissen YouTubern gesehen, dass sie nur durchgerascht sind, um das meiste zu sehen. Ja, angeblich soll hier jemand, das ist ja eine Mission, ne, in 3 Minuten fertig gehabt Okay. haben. Eine Mission in 3 Minuten. Das gibt's ja schon gar nicht. Ach, das ist auch. Also 2 Minuten 50 Sekunden hat er gebraucht, angeblich dafür. Ja, aber der hat das ja das erste Mal. Außer er hat ja bei anderen YouTubern das schon so gesehen, wie das Nee, abläuft, aber bei der. das ist gleich am 11. rausgekommen, das Video davon. Also, ja, okay, dann ist ein bisschen möglich. Ey, ich weiß nicht, ob das Remake so, wenn du es in zwei Teile gespielt hast, ob das wirklich so nachähnelt von der Figur. Ja, sagen wir mal so, es ähnelt schon einen gewissen Grad, ja. Natürlich müssen sie, wie die Stadt, Polizeirevier und so weiter, ist logisch, das muss sich ja ähneln. Das kann nicht extrem unterschiedlich sein, aber. Naja, oder 2 Minuten, nein, was nicht, keine Ahnung, schon ein bisschen merkwürdig. Na, da habe ich morgen wirklich mal was zu tun, das ist mein Wunder, oder arbeitslos was zu tun, morgen. Ja, ich auch. Ja, morgen darf halt wirklich keine Kontrolle kriegen, das war's noch nicht. Wieso? Du hast Therapie, du musst Bus fahren. Ja, stimmt, genau. Ja, stimmt. Und man kann nicht jedes Mal noch einen Zeitplan gehen, noch einen Bus, genau.
Ich mache halt mal meinen Bus verpasst, dann muss man wieder schon warten. Die fahren alle nur eine Stunde, stündlich. Jo, die fahren aber mal vorher los. Also. Ja, sicher, das Kufstab. Ich meine, warst du letztes Mal in Kufstab, wo er dann 20 Minuten Spalerkämmer ist? Ja, der keine Spalerkämmer, keine Fährerkämmer, ja, kannst du nie wissen, der wechselt nicht. Ja, Hoffentlich wobei, der wenn sie wechselt was früher sind, Gutes. müssten sie rein theoretisch vom Gesetz erwarten. Ja, rein theoretisch, er macht doch kein Schweingeld, also. Nö, Dann ich will kannst auch du wieder nicht stumm warten. warten. Mir wäre es doch scheißegal. Ja, dann kannst du wieder stumm warten. Ja, ist wirklich so. Wo wartest du wieder stumm? Ja, darum. Ja, eben, also von daher. Scheiß Ne, drauf. also ich hab jetzt das Spiel hier, ne? Weißt du, was geil ist, Alter? Ich strukturiere da gerade voll wieder um. Ich wusste das mit der Basis nicht. Die habe ich erst heute. Ich habe zwar eine gekauft gehabt, aber nicht freigespielt gehabt, ne? Also nicht Ja, hin. wenn ich. Da kann ich auch die Missionen starten. Das wusste ich halt auch nicht. Jetzt habe ich da gewusst, dass ich da auch 10 Autos stapeln kann, wohl. Okay. Und Ja, jetzt. wenn es das Mediamarkt nicht haben sollte, oder ein Lipo Müller, dann man kann ja einen Key online kaufen, habe ich mal MMOGA. gesehen. Ja, genau. Oder Und darüber. G2A. Okay, nein, bei Tropodon-Seiten das gesehen, auf 15 Euro. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt, wenn es gar nicht gehen würde, jetzt als angenommen, dann kann ich es, dann nehme ich es mal jetzt so weit, scheiß drauf. Also Ich schicke MMOGA Müll. weiß ich, das ist seriös. Also da brauchst du keine Gedanken haben. Ja, deshalb habe ich auf der Seite nachgeschaut, weil es gibt solche Wichser-Seiten, ich war schon, deshalb, das Ja, hasse ich, dieses das ist echt so. GTA da, oder wie die Seite heißt, die ist auch ehrlich. Da braucht man auch keine Zweifel dran haben. Da habe ich auch schon mal Ja, geholt, einen Key. da wo ich nicht drauf. Aber ja, deshalb hasse ich so gewisse Seiten, oder, wenn ich, es gibt, wenn ich schon weiß, das weiß ich schon im Vorhinein, so eine universelle Quelle, ne, kann man nur Amazon und keine Ahnung, welche Firmen, die sind seriös, passt ja, aber so bei sowas, das ist, oder Steam oder Origin und sowas, okay, aber wenn ich ganz nah irgendwo drauf gehe und die Seiten überhaupt nicht kenne, dann bin ich so skeptisch, ich weiß nicht, macht das nicht. Ich mag das auch nicht und ich bin auch sehr skeptisch. Ja, eben, aber so, wenn das eh passt, weil dann nehme ich mal halt so, wenn es gar nicht gehen würde, wenn sie es jetzt echt bekommen. Ja, also ich Und die glaube, Hose das war müssen doch sie mal schon 80, haben. 80 GB, oder? 89. Ah, Gott, das kann man das kann ja den ganzen Tag dauern oder so länger. Ich hab auch länger drin gehockt. Ja, du, deshalb haben wir schon gedacht, lieber so eine Version. Einfach so eine CD halt. Aber ich hoffe, dass sie sowieso meinen Ja, Mama fest. im schlimmsten Fall kann ich die CDs mitgeben zum Installieren, ja. Ja, aber ich brauche ja dafür, da muss ja dann ein Team halt trotzdem mal klappen, ja. Ja, aber man muss es halt nicht runterladen. Ja, okay, ja, das stimmt. Das war bei 90 GB, weil das dauert mal sicher ein Tag. Das kann Ich ja nehme mal ein zur Sicherheit Monat. mit, wenn ich es noch habe. Okay. Und wenn wir es nicht kriegen, dann nimmst du es halt mit, dann installierst du es da drüber. Okay. Also, dann hast du es auf jeden Ja. Fall, ob so oder so. Ja, Media macht vielleicht, ich weiß nicht. Ich bin mir sogar sicher, irgendwo habe ich es ja wirklich noch gesehen. Irgendwo habe ich es ja gesehen. Naja, Wie beim jetzt bei der. Mediamarkt, also hier in Österreich, nee. Also, nee. Ich weiß nicht, irgendwo geht ja online aber gesehen. Irgendwo habe ich es. Ich bin mir nicht sicher, wo. Wundert mich eigentlich, dass ich da gar nicht mehr hingehe in den Laden. Da kannst du eigentlich, weißt du, was du mal machen könntest, rein theoretisch? Wenn du wirklich Eier hättest. Mal fragen, was aus deiner Bewerbung wurde. Geil. Wär mal eigentlich sehr interessant, was daraus geworden ist. Ganz ehrlich, das ist ja fast wie die Säge. Also ich weiß, so wie Exit, Hunan, dem jetzt geredet. Ich glaube aber, weißt du, warum ich das denke, warum die dir nicht mehr antworten? Keine Ahnung. Weil du Roy verarscht hast. Mokü, bitte. Na, Hundertprozentig. bitte. Hundertprozentig, weil Der Sünde zu übertreiben, die Pussy, die. die zwei haben zu entscheiden, wer angestellt wird und wer nicht. Weil ich denke hundertprozentig, Roy ist gegen dich, weil du ihm im Prinzip sein Spiel kaputt gemacht hast. Es ist ja Fakt, dass er hinter dem Spiel verrückt war. Güte, ja, es ist schon klar, aber für diese denn, bitte. Er will doch nicht wahr sein. Ja, anscheinend, ne? Nicht alt genug.
Ja, aber trotzdem hätten sie ja tupschen können. Auch tupschen können, dass einfach so eine Gang-EP zum Beispiel. Ja, hätte sein können. Obwohl, nicht geeignet, dann hätte ich ganz am Anfang auch nicht angefangen können. Ist auch ein bisschen blöd aus, dass bin ich geeignet für diese Stelle. Naja. Ja, aber ich meine, damit kann man eher leben, als wenn sie dir irgendwas anderes sagen. Ja, sicher. Zum Beispiel ohne tupschen ist doch. Aber es ist einfach deshalb. Aber du meinst einfach, dass die Firma machen können, was sie wollen. Die machen, was sie wollen. Richtig, ja, das darf eigentlich nicht so sein. Normalerweise müsste es AMS auch sagen, weil es gibt auch gewisse Firmen, wo es mit AMS zusammenarbeiten. Das gibt es. Normalerweise müsste was AMS auch da, so bei den Firmen sagen, sie müssten sich innerhalb einer bestimmten Zeitraum anmelden, was die Bewerber. Ist das wirklich so? Ja, im Prinzip ja, sehe ich genauso. Ja, bei mir haben wir Zeiträume von 7 Tagen oder ich glaube, keine Ahnung. Ja, aber das Problem ist, das kannst du Firmen nicht geben. Sorry, ich trinke ein Bier. Naja. Nee, das kannst du meistens nicht geben, weil die ja im Stress sind und so, können sie, sagen sie dann immer. Die haben so viel ja, zu tun. Ja, das sage ich ja. Ich meine, ja, natürlich, das sage ich ja, ich bin im Stress, ich muss 100 Bewerbungen schicken. In der Woche. Also von daher, ich meine, ich weiß das einmal. Weil meistens, was ich so kennengelernt habe im Arbeitsleben, dass die, wo sie im Büro sitzen, nur Kaffee trinken können, jede Stunde und sowas einmal, definitiv und keine Ahnung oder was. Also, Stress ist immer besonders. Oh, hörst du das im Hintergrund? Nee, ne? Nee, ne. Ich bin ja in Militärbasis eingebrochen. Ich greife einfach mal in Militärbasis an. Ja? Okay, ja, weil ich geht durch, was essen. Schon wieder? Ja, ich komm Viertel vor 11 komme ich da hin, zu Rita. Passt, okay. Na, weil, Sattle. Ich bin früher ein bisschen bei Essen gewesen, dann zum Mittag noch einmal ist ganz klar und jetzt bin ich halt noch ein bisschen was bei Essen. Und dann lasse ich halt den Tag verstreichen und dann bin ich schon nach morgen. Passt, ne, dann hören wir uns morgen. Passt, okay, bis morgen. Gut. Bis morgen, heil. Ja. Tschüss.
Mutual Insurance, how can we help you? Jetzt geht er mir auf die Eier, Alter. Hello, this is Morse Mutual Insurance. With Morse, it's mutual. Alter, ich komme ja nicht mal mehr weg, ey, das nervt jetzt schon.
Halb Himmel. Hä? 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 Hm. Gerade fressen fertig, da. Aha, ja, du bist. Du sollst immer nicht fressen, ja. Du bist schon fett genug, ja. Und? Wie war schon das Shirt, Paul? Null! Komm, was stimmt mit dir nicht? Was soll mit mir nicht stimmen? Es gibt auch vielleicht einfach Besseres oder Wichtigeres. Was? Besuch empfangen? Ist das besser? Ja, oder man hat einfach keine Lust auf das Spiel. Ach, hör doch auf. Bäm, bäm, bäm. Ja, und wie viel hast du schon geschafft? Gold? Nee, Äpfel. Null. Oh, warum denn, bist du so gekannt bist? Weil ich noch gar nicht so lange zu Hause bin, du Arsch. Hätte sich ja mal anstrengen können, oder? Da habe ich eben gerade bis eben gerade gegessen. Aha, erstmal eine Stunde am Fressen, aha. Aha. Also wo ich dich angeschrieben habe, da habe ich gerade angefangen zu surfen. Das ist ja schon eine Stunde her, bei. Na gut, eine Dreiviertelstunde. Ja, das kommt hin. Ja, sogar nicht genau, exakt exactly a Dreiviertelstunde. Nee. Full, du hast mich um 51 angeschrieben. 51, ja. Ja, und wir haben jetzt 36. Das 51 plus 45 sind 36. Ja? Ja. Alter, hast du in der Schule aufgepasst, gell? Ja, schlimm, ne? Ja, du hast irgendwas verkehrt gemacht. Ey. Ja, glaube ich auch. Die Chinesen mit dem Kindribis. Du musst mir mal deine Meinung dazu sagen. Warte mal, du lass mal gleich was hören, ne? Oh. Hast du gehört? Ja. Okay, das war's jetzt nicht. Du sollst mir mal die Qualität von diesem Gerät sagen, wie du das findest. Welches Gerät? Lass dich überraschen, Alter. Schickst du mir mein Foto wieder? Nein, du sollst die Qualität darüber herhören. Hier. Ja. Ganz schlecht. Selber zu laut. Was sagst du der Qualität? Das hast du am PC angeschlossen. Das ist nicht am PC. Das ist blödes. Okay. JBL Flip 4, diese mobilen Boxen da. Ja. Die hat die Mutter heute mitgebracht aus Deutschland. Aus Deutschland, das kann ja noch gut sein. Ja, bei Edeka, ne? Statt 140 nur 80 Euro. Ja, Edeka? Ja, Edeka. Wo? Für Frauen. Wo das denn? In Rosenheim. In Rosenheim? Da hat sie mir auch die Dinos gekauft. Ja? Ja. Bis dahin, wenn das nicht hält. 18 Euro. Ja. Nee. Wohl, du bist nicht normal. Doch, ich bin normal, aber ich hab schon zwei Desperados wieder weg. Schon wieder? Joch, wohin war die Arbeit so scheiße? Warum war sie scheiße? Geschneit hat er auch noch.
So ist richtig, Alter. So ist richtig. So eine Scheiße, Schweinekalbe. Also, ich weiß nicht, was kalt ist. Ich kenne es nicht, das Wort. Das ist ein Fremdwort in meinem Wortschatz. Ja. Nee, ich mache nur noch die eine Mission hier. Dann Dann komme ich geht's weiter. darüber in die Game. Okay. Ich gucke nur gerade, welches Auto ich jetzt nehme. Da kommt's. Außerdem. Doch, ich habe so viele. Bifter, Hot Rod, Brawler, Comet, Cruiser, Dubster. Hot Knife. Ich nehme meinen Insurgent da. Ja. Mal gucken, ob ich heute einen Keynote schaffe. Keinen. Doch, einen muss ich schaffen. Du. Dann ist Feierabend, okay? Warte mal, wie Muss kein mein Fahrzeuge. Trailer Bagger muss ich auch umsetzen. Bagger. Clean down. Ich glaube, morgen schaffe ich sogar zwei wieder. Morgen schaffe ich wenig. Wieso? Ich bin morgen beim Coiffeur. Was für ein Kontrolle? Coiffeur, Friseur. Und Schon dann kriege ich okay. noch, dann muss der Kollege, weil er eine große Schnauze ab hatte, er wollte unbedingt wetten heute, Ja. muss er seine Wette einlösen, weil er die morgen früh verloren hat. Das ist nicht gut, Dick. Mir ist doch egal, ich krieg ja meine Sachen. Was soll mich die Dummheit von anderen interessieren? Du weißt schon, dass es aufgezeichnet wird, ne? Hoffentlich, und es geht alles kaputt bei dir. Schmeiß ja nichts an, ne? Machst du den Fehler mal noch? Bist du Ja. ein Scheiße? Bist du des Wahnsinns, ey? Bist du verrückt? Nein, ich bin normal. Bist du des Wahnsinns? Ja, der kleine Raum hier voll geladen. Wenn es gewittert, dann fahre ich Magnetik weg. Kennst du Wayne? Wenn ich noch was hab. Das ist ja. Ich hab nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ja. Ja. Yes.
Einer muss sich opfern, Alter. Was? Ich musste mich opfern. Wofür? Wofür? Fürs Kämpfen hier, weil die Viecher nicht kommen, die Idioten. Welche Viecher? Ja, die Mitspieler. Die Viecher, sagt er. Die Viecher, sagt er. Du, das kannst du nicht als Menschen betiteln, Alter, die nichts machen. Die sind bis jetzt nicht mal am Ziel angekommen. Ich habe schon alles getötet. Wo sind auch nieder? Sind mal? Nein. Vielleicht kann man so lass das machen. Ich rauche nicht. Hab auch gehört. Du raus immer. Nee. Musst du hier immer reinkommen? Das ist mein Zimmer. Dafür zahle ich Miete. Du zahlst Miete jetzt, sollst du lügen? Nee, ich zahle die ganze Zeit Miete. 1 Euro, oder? Nein. Das wird anders abgerechnet. Jetzt ist Jamie immer noch kacken da, oder? Da kackt auch wieder kacken der, oder? Wer? Na, Jamie. Der anscheinend sehr lange, oder? Ja. Nö. Nee? Nee. Okay. Wie du jetzt sagst. Ja. Sich in die Hose geschissen. Wir leben. Fick die Pick. Oh! Der Wichser, ey. Wieso zieht der mir so viel Gold ab, ey? Ich hab noch gar nicht so viel rausgeholt. Will mich verarschen, ey. Will er mich verarschen? Ja, Bilder. Dort, der verarbeiteter Boden 166 Kubik und hat geschürftes Gold 865 rausgeholt. Ist trotzdem gerade. Für so wenig, ey. Ist trotzdem gerade. Ah, ja, der, du hast auch nur so viel Gold, weil du so viele Matten hast. Das muss ich nicht haben. Ne? Ja. Jawohl. Wo ist das? These vehicles are fast, armored, all-terrain,
Hör auf, Gegenspieler. Ja, hör auf. Ja, hör auf, Gegenspieler. Hör auf, die Gras. Die Gras und hör auf. Hallo. Keine Ahnung, was unter dieser Nummer. Please, hol's dir rein. Oh. Der soll zum Klassentreffen kommen. Ein Schwachsinn, ich lasse dich treffen, Alter. Ist auch Schwachsinn. Was? Das war auch total schwachsinnig, das Klassentreffen da. Ist schwachsinnig, ne? Sag ich ja. Sag ich ja. Ja. Eine LKW-Ladung Erde, bitte. Ja, das kriegen die. Was sie ganz viel Qualle. Ist ganz teuer. Nicht ganz günstig. Für sie. Nicht günstig. So riskiert das anzuschmeißen oder nicht? Anfangs zu regnen, tut das ja schon. Ich kaufe mir noch einen Leichenwagen, ne? Was? Ein Leichenwagen? Ja, Leichenwagen Lüders GmbH. Nee. Das schon nicht. Weil was ich nicht darf und was ich darf das hier machen, warte, das hier. So, das Teil hab ich auch, der. Was? Ja, das, was du da hast. Flip 4? Was? Flip 4? Hab davon sogar zwei. Na, der bist du. Ich habe eine große, also eine mittelgroße und eine kleine, so. Die Flip 4 kleine, die für 150 Euro offiziell, 140 Euro. Die mittlere? Nee, die mittlere, die habe ich auf dem Flohmarkt für 30 Euro bekommen. Ah. Auf dem Flohmarkt gehst du auch schon? Ja, warum nicht, ne? Ich war da, wo ich Reha war, oder gerade von der Reha weggekommen bin, da waren noch Kollegen da, die man kennengelernt auf der Reha. Die wollten nach Apps auf dem Flohmarkt, da habe ich gesagt, ja, ich komme mal mit hin. Weil ich wusste, dass der Kollege dann abhaut nach Niederösterreich und dann haben wir gesagt, gehen wir da mal hin. Und dann haben wir die ja gefunden, okay, 30 Euro ist okay dafür. Okay. Du gehst ja auch im Flohmarkt. Nee. Ja, das kannst du deine Oma erzählen. Ich geh zum Bier trinken auf dem Flohmarkt, da gebe ich dir recht. Wir haben sogar mit einer, die da verkauft hat, mit der haben wir sogar Schach gespielt.